Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Kaufland.de und zwar mit dem Kiebel.de Gaming PC Impact 7. Hier sind nur die technischen Specs für 2.999 Euro mit kostenlosen Versand. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Starten wir direkt mit dem Bild. Das Bild ist fake. Das Gehäuse stimmt, ja, aber die Grafikkarte ist hier eine GeForce RTX, obwohl eine AMD-Karte drin ist. Wir haben Asus Prime Board und so weiter. Das stimmt alles nicht so weit. Es kommt grob ran. Also es ist jetzt nicht übertrieben dargestellt, aber 1:1 ist es halt nicht. Starten wir auch direkt mit der Konfiguration. Wir haben hier als CPU einen AMD Ryzen 7 7700X. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, eine TDP von 105 Watt und unterstützt offiziell 5200 MTS RAM. Grundsätzlich ist das kein schlechter Prozessor. Ihr könnt damit streamen, ihr könnt damit zocken, gar kein Thema. Der Preispunkt ist nur ein bisschen blöd. Der kostet 326 Euro. Für 50 Euro mehr bekommt ihr einen 7800X 3D und der hat auf jeden Fall eine bessere Gaming-Performance. Ich will den hier jetzt nicht schlecht reden, nur preislich ist das halt überhaupt nicht angepasst, aber der ist jetzt halt in diesem System drin, deswegen nehmen wir den so mit. Und der kostet 326 Euro bei Mindfactory. Der Cooler, also der Kühler, ist ein Cooler Master Liquid, das ist schon mal falsch, also Cooler Master heißt die Marke und Master Liquid ist die Submarke von diesen Wasserkühlungen. ML360 ARGB V2 Wasserkühlung beleuchtet. Er hat eine Herstellergarantie von gerade mal 2 Jahren, eine TDP-Klassifizierung von 250 Watt, glaube ich nicht so recht dran, es ist immer ein bisschen schwierig, aber für den Prozessor reicht die und ist halt eine 360er Wasserkühlung mit RGB-Beleuchtung. Hatte ich leider nicht im Test, ich weiß auch nicht, wie laut die Pumpe ist, ich weiß nicht, wie laut die Lüfter sind, aber rein technisch gesehen reicht das für diesen Prozessor aus. Jetzt gerade ist leider kein Angebot dafür drin, aber die kostet immer so um die 120 Euro rum. Die Wärmeleitpaste ist die Standard-Wärmeleitpaste, gut, die ist entweder voraufgetragen auf der Wasserkühlung oder wird mit einer Spritze aufgebracht, kann euch egal sein, weil das Ding kommt sowieso fertig gebaut zu euch nach Hause. Der Speicher sind 64 GB DDR5, 5200 MHz, 2x32 GB Dual Channel. Also Dual Channel ist schon mal wichtig, 2x32 GB. Wer 64 GB braucht, weiß ich nicht, aber wir gehen jetzt noch weiter drauf ein. Wir wissen aber nicht genau, was wir bekommen, also welchen Hersteller. Wir haben jetzt hier 64 GB, okay, 5200 MTS. Ja, ist halt die Angabe von AMD. Wie gesagt, mit 6000 erfahrt ihr deutlich besser. Dazu ist es noch CL40 RAM. Wie komme ich da drauf? Ich habe einfach mal bei Kiebel direkt geschaut auf der Webpage und der einzige 5200 MHz RAM mit 64 GB, den die überhaupt anbieten, ist eben hier mit CL40. Und selbst hier wissen wir nicht, was wir genau kriegen. Es kann Corsair sein, Kingston sein oder was auch immer. Deswegen, also das ist sehr offen. Das ist halt schon ziemlich langsamer RAM. Das werden sie wohl gemacht haben, weil sie da günstig dran gekommen sind. CL30 oder CL32 wäre deutlich besser gewesen. Gerade in Kombination, sagen wir mal, mit 6000 MTS. Aber hier ist es halt langsamerer RAM. Ob ihr das jetzt richtig merkt? Also in den 1% Low, wenn ihr die FPS jetzt mal so nimmt, da merkt es definitiv. Und der kostet 205 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB HDMI DisplayPort. Auch hier wissen wir nicht genau, was wir kriegen. Ich habe jetzt die günstigste genommen am Markt. Die Preise steigen aber aktuell wieder. Also solltet ihr auf die Idee kommen, euch einen Gaming-PC zu kaufen, kauft ihn jetzt. Lasst euch von uns was zusammenstellen im Ticketsystem auf Discord. Dann könnt ihr selber entscheiden, baut ihr selber, kauft ihr dann bei Dubaro, Optega oder MyPC oder sonst wo. Das ist relativ egal. Aber ich würde euch echt empfehlen, jetzt zu kaufen. Wartet auch bitte nicht den Black Friday ab. Jetzt steigen die Preise, zu Black Friday sinken sie nochmal ganz kurz oder Black Week, wie auch immer, und dann steigt das sowieso wieder, weil es wird kälter, die Leute sind mehr zu Hause, die wollen jetzt wieder zocken, ne? Ihr wisst, was ich meine. Jetzt aber erstmal zu der Grafikkarte. Das ist die 7900 XTX, das ist das Topmodell von AMD derzeit. 4K Gaming, gar kein Problem, WQHD Gaming, auch kein Problem, kommt immer auf die Titel an. Wenn ihr jetzt noch übermäßig Raytracing oder so nutzen wollt, würde ich vielleicht eher auf Nvidia gehen mit der 4090 oder 4080, weil die hier siedelt sich circa bei der 4080 an. Aber eigentlich sollte es für die meisten Leute reichen, auch gerade der Speicher, der hier geboten wird mit 24 GB, ist eine gute Anlage. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 1035,86 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI Pro B650M-A Wi-Fi AMD B650 Micro ATX. Also grundsätzlich, ich habe nichts gegen Micro ATX. Es ist auch in dem Bereich, gerade für den 7700X und so weiter, eigentlich ausreichend. Nur wir haben hier ein Full-ATX-Gehäuse und wieder so ein kleines Scheißboard da drin, wie ich das immer gerne sage. Ich verstehe nicht, warum die das immer so machen.
Das ist ein 3000-Euro-System und ihr lasst euch da so ein Micro-ATX reinschmeißen. Das heißt, Erweiterbarkeit sowieso nicht gegeben. Sagen wir jetzt mal, ihr wollt mit der Kiste streamen. Wollt vielleicht sogar eine Capture-Card anschließen, weil ihr vielleicht mal mit der Switch oder Playstation oder so streamen wollt. Funktioniert bei diesem Board einfach nicht. Da müsstet ihr eine USB-Capture-Card zum Beispiel nehmen. Also wir haben hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten noch eine weitere SSD. Das war's dann. Das ist schon mal doch so ein Nachteil von Micro-ATX-Boards. Hier kommt die Grafikkarte rein und die beiden Slots hier unten werden einfach vom Kühler der Grafikkarte überdeckt. Da kommt ihr gar nicht mehr dran. Da könnt ihr keine Erweiterungskarten mehr reinstecken, eine Capture-Card oder USB-Erweiterungskarte oder was auch immer ihr da haben wollt. Man könnte ja theoretisch sogar noch eine M.2-SSD mit einem Adapter auf so einem Slot anschließen, aber geht nicht, weil die Grafikkarte ist halt überdeckt. Was die Anschlüsse hier angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Antennenanschlüsse für WLAN und Bluetooth, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.1, 4x USB 3.0, die Onboard-Grafik, benutzt sie bitte nicht, nehmt bitte die Grafikkarte dafür. Das war's dann mit diesem Board. Grundsätzlich, wenn ihr jetzt ein Micro-ATX-System baut und euch damit abfinden könnt mit so einem kleinen Board und den Erweiterungsmöglichkeiten, ist es gar nicht so schlecht. Passt einfach hier nicht rein in diese Preisklasse, das möchte ich damit sagen. Und das kostet 175,13 Euro bei Mindfactory. Die M.2-SSD-Festplatte ist eine 2000 GB M.2-SSD NVMe. Es könnte halt eine Kingston NV2 sein. So sieht es auch bei Keeble auf der Webpage aus. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2800 MB die Sekunde. Für einen normalen Gamer reicht es. Bei einem 3000-Euro-System würde ich auch eine ganz andere nehmen. Müsst ihr aber selber wissen. 2 TB ist schon mal nice to have. Und die kostet 89,99 Euro bei Altcomputer. Also für 90 Euro kriegt ihr definitiv schon bessere SSDs. Auch mit 2 TB. Dazu bekommen wir noch eine 2000 GB SATA 3 Festplatte. Dass man das heutzutage noch macht, ist wahrscheinlich, um viel Speicher günstig reinzukriegen. Ihr seht hier 2 TB, also die gleiche Größe wie die SSD, kostet hier nur die Hälfte. Ja, einige feiern das, ich eher nicht so, weil HDDs sind schon langsam und die sind auch laut, ne? Also die hört ihr auf jeden Fall. Und die kostet 46,86 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein Seasonic B12 BC850 Watt 80 plus Bronze. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Also grundsätzlich 850 Watt ist schon mal nicht schlecht für das System. Das ist auch ein B-Tier-Netzteil, ist qualitativ jetzt nicht so schlecht. Leider nur eine 80 plus Bronze Zertifizierung, also Gold hätte ich mir mindestens gewünscht, gerade bei einem 3000 Euro System. Und es bringt halt auch noch nicht den neuen Stecker für Nvidia Karten mit, was jetzt in dem Fall egal ist, weil ihr habt ja eine AMD Karte, aber wollt ihr später mal tauschen, weil ihr sagt, ich will eine 4090 oder irgendwas vielleicht aus der 5000er Serie, die bald erscheint von Nvidia, da reinpacken, braucht ihr eigentlich den neuen Stecker, sonst müsst ihr mit diesen Adapterkabeln arbeiten. Ist jetzt nicht so geil, das Netzteil. Hätte ich auch was ganz anderes genommen. Das sehe ich in so einem System von 1300 oder 1400 Euro vielleicht, aber selbst da ist Bronze auch schon so ein Thema. Es gibt halt bessere, das möchte ich damit sagen. Und das kostet 87,89 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein ATX MIDI Cooler Master HAF 500 Tempered Glass. Das bringt schon 2 RGB-beleuchtete 200mm Lüfter in der Front mit und 120mm RGB-beleuchteten im Heck. Das heißt, der Airflow ist soweit schon mal gegeben. Hier ist ja auch noch die Wasserkühlung drin, die zieht ja auch noch ein bisschen Luft raus. Das ist schon mal okay. Wie das qualitativ ist, das Case, kann ich euch nicht sagen. Hatte ich leider noch nicht hier. Auf den ersten Blick Meshfront, Airflow gegeben. Okay. Und das kostet 123 Euro bei neon24.de. Betriebssystem, hier steht System, Ersteinrichtung, Installation, Treiber, also es steht kein Windows mit dabei, deswegen habe ich es jetzt auch nicht in der Liste mit drin. Service 24 Basic, bedeutet für mich 24 Monate, also 2 Jahre einfach Garantie, denke ich, oder Gewährleistung. Lieferumfang, PC-System, Stromkabel, auch nicht selbstverständlich, ich erinnere gerne immer an die Joy-IT-PCs von Netto, da ist manchmal keins dabei. Systemhandbuch in Deutsch. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis, hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Main, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2089,73. Jetzt muss man noch die 120 Euro für die Wasserkühlung draufrechnen. Sagen wir jetzt mal bummelig 2200 Euro. Und das Ding kostet einfach 3K. Ja, natürlich. Keeble will was dran verdienen. Kaufland will was dran verdienen. Die Werbung kostet Geld. Wenn jetzt Kaufland da irgendwie Werbung macht im Prospekt, wie auch immer. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Hätte der jetzt 2400 gekostet oder 2500, hätte ich noch gesagt, ja, preislich gesehen, okay, der RAM ist trotzdem kacke. Die Nummer mit der HDD ist auch irgendwie komisch. Ein Micro-ATX-Board muss auch nicht sein. Das Gehäuse ist meines Erachtens auch nicht das Beste. Und da ich mit einigen Systemintegratoren ja auch in Kontakt stehe, habe ich einfach mal bei MyPC gefragt und habe gesagt, ey Jungs, guckt euch mal den PC an. Was würdet ihr theoretisch anbieten? Vielleicht sogar für einen günstigeren Preis. Weil sonst haben wir ja auch mal Krotos oder Dubaro oder Hardware-Rad als Alternative. Jetzt nehmen wir einfach mal MyPC und die haben mir tatsächlich mal was geschickt. Und zwar ist das der Gaming-PC RX 7900XTX Ryzen 7 7800X3D für 2539,99 Euro. Er hat mir auch dazu geschrieben, dass die das jetzt nicht extra günstig gemacht haben. Die haben so ein
Kalkulator, da haben die das durchgejagt, dann waren die fertig damit. Die Grafikkarte ist die gleiche, es wird aber definitiv kein Hellhound-Modell sein. Da habe ich nachgefragt, warum. Er meinte, die hätten extremes Problem mit Spulenfiepen. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, hatte noch keine Hellhound-Karte da, aber wenn er das sagt, wenn er öfter Systeme baut, glaube ich ihm das jetzt einfach mal. Als Prozessor haben wir den AMD Ryzen 7 7800X3D. Aktuell der Top-Prozessor fürs Gaming von AMD. Es gibt noch den 7950X3D, aber selbst der stinkt manchmal gegen den hier ab, ist in anderen Titeln aber auch wieder besser. Muss man mal so ein bisschen schauen bei YouTube, da gibt es verschiedene Vergleiche. Anstatt einer 360er Wasserkühlung haben wir hier eine 240er Wasserkühlung, aber in dem Design gehalten, wie auch das Gehäuse ist, die reicht auch für diesen Prozessor aus. Ich habe den Prozessor mal getestet mit einem AK620 Luftkühler und selbst der hat den gekühlt gekriegt. Der Arbeitsspeicher sind 64 GB, also auch Dual Channel 2x32 GB, 6000 MHz G-Skill Trident Z5 Neo RGB CL30. So muss es sein. Das Mainboard ist ein MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi, Full ATX Board, so im Mid-Range-Bereich, völlig in Ordnung. Er hat hier auch 2x2 TB reingeschmissen, allerdings eine WD Black SN850X M.2, ihr seht hier die Lese- und Schreibraten, die lese ich jetzt nicht extra vor, und noch eine Lexa NM620. Keine HDD da drin, zwei SSDs, auf der einen könnt ihr dann Betriebssystem, Programme, vielleicht ein paar Spiele drauf packen und auf der anderen macht ihr eine Datensicherung oder eben auch Spiele drauf. Das Gehäuse ist ein Fractal Design Meshify 2 Compact Light RGB Black TG mit Glasfenster. Schon wieder so ein Raketenname, ne? Aber wie auch immer, die Wasserkühlung passt da halt gut zu designtechnisch. Hat auch genug Airflow und so weiter, gar kein Thema. Das Netzteil ist ein MSI MPG A850G 850 Watt 80 Plus Gold. Ja, 850 Watt, genauso wie das andere, aber Gold zertifiziert und hat auch schon den neuen Standard. Ich zeige es euch gerade nochmal kurz. Hier haben wir halt ATX 3.0, bringt den neuen Stecker für Nvidia-Karten schon mit. Braucht ihr jetzt in dem Fall halt auch nicht, aber ist halt dabei. Die Gehäuselüfter sind hier extra aufgelistet. Ja gut, die sind halt beim Gehäuse mit dabei. Hier wird Windows 11 Pro als Testversion schon vorinstalliert, also im Endeffekt könnt ihr das System kaufen, haut euch dann einen Key von meinem Partner da rein, dann ist es aktiviert und der Drops ist gelutscht. Garantie ebenfalls 2 Jahre, inklusive Pickup und Return, das heißt der Postbote holt das sogar bei euch zu Hause ab, wenn irgendwas damit ist, ihr kriegt ein Rücksendelabel, es wird ein Termin ausgemacht und dann packt er die Kiste ein und drückt ihm das in die Hand. Hier sind wieder diese tollen geschätzten FPS-Werte, das habe ich denen schon mal gesagt, das feiere ich nicht, aber gut, müssen sie selber wissen. Wenn ihr die FPS-Werte haben wollt, dann schaut einfach bei YouTube, ich verlinke das auch in der Videobeschreibung. Dann schauen wir uns hier auch nochmal die Liste an, hier haben wir die beiden SSDs, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.429,10 € und das Ding kostet 2.539,99 €, also 110 € Aufpreis. Ist schon verdächtig günstig, es kann auch sein, dass die Geistesliste jetzt gestiegen ist, ich kann nochmal nachschauen. Ja, die Geistesliste ist 86 € teurer geworden. Das System habe ich vor 3 oder 4 Tagen mal da durchgejagt, ich komme jetzt erst dazu, das Video aufzunehmen, weil ich ein Review vorher gemacht habe, aber wenn der Preis so ist, ja, ist gut für euch. Also 110 € ist ein guter Deal Aufpreis. Natürlich hat Dubaro teilweise auch solche Preise, die gleich geizhals sind oder sogar drunter, genauso wie Hardware-Rad. Aber hier sind 110 € wirklich noch fair und die Konfiguration ist um Welten besser. Also von dem hier und allgemein, diese ganzen Kaufland- und Mediamarkt- und Euronics-Angebote und so weiter, lasst es sein. Das ist einfach meistens so, Hersteller kommen her, zum Beispiel auch Medion oder so, die platzieren dann ihre Angebote in diesen großen Shops. So, dann will der Shop was abhaben, dann will Medion, sage ich jetzt mal, was abhaben und das ist alles blöd. Lasst es am besten sein. Kauft direkt bei einem Systemintegrator, kommt ihr immer billiger bei weg. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.